So. Alles untersuchen und kaputt machen. Alter. Was war das? Ach, die schießen. Dort vorne sind Bogenschützen. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Ich will hier noch ein bisschen so Sachen sammeln, ne? Ja, dann, Minium, open the door. Sie ist offen. Na los, geht schon. Also, ich will ja nicht meckern, aber er hat die ganze Zeit im Visier gehabt und schießt daneben. Was ist denn los? Das ist keine Munition mehr. Sein Vorrat an Pfeilen ist begrenzt. Pfeile füllen sich nach kurzer Zeit automatisch wieder auf. Naja, wenn leider nichts ist. Rüstung. Dolche sind tödlich, wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen. Ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als... Sorry. Warum ist das wert? Kann ich jetzt nicht ausrüsten. Doch als Sekundär kann ich nicht ausrüsten. Wie viel Platz habe ich eigentlich im Inventar? Ach da, 70. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Dann machen wir das doch mal. Nehmen wir aber sekundär, nehmen wir hier die... Kann ich das, warte mal, kann ich das Ding nicht... Warte mal, kann ich das Ding als... Schade. Okay. Kann ich ihn schleichen? Jetzt wüsste, wo ich schleichen kann. Gibt's hier irgendwie Kamera? Steuerung. Blocken, ausweichen, Spurten, Verstohlenheit umschalten. C, habe ich gedrückt. Das gefällt dem Papa.
Man muss 10 noch nicht mal gedrückt halten. Seht nur, wie das sterbliche Ungeziefer fällt. Hier, guck mal, der ist besessen. Vom Teufel. Wo sind wir hier? Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Verwende die Zifferntasten, um eine deiner aktiven Fähigkeiten vorzubereiten. Drücke dann rechte Maustaste, um deine Fähigkeit Sturmbolzen einzusetzen. Ah, cool. Ach, unglaublich. Was seid ihr? Das weiß ich auch nicht, was ich bin. Ich bin Magier. Hex. Hier, da ist eine komische Spinne drin. Da müssen wir mal aufpassen. Zerrissene Robe. Ui. Okay, wir können wieder ein bisschen Rüstung. Aber zerrissene Robe hat 15. Was hat das Ding? 12. Und auch die zerrissene Robe, die angeblich besser ist. 30% Mana-Regeneration. Okay, da war die Blockeffizienz besser. Aber wir nehmen erstmal das Ding. Ich brauche schon ein bisschen Mana. Konsumgut, da können wir auch wieder Gegenstandsrat. Bezüglich der Spinne. Hugis, wir haben eure Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun erledigt. Unter Kontrolle. Endlich unter Kontrolle. Cloud wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen. Oh, schweres Wort. Aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und solaren Arbeit an Gelingen der Aktion. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung des Problems mit dem Innenzusammenhalt der Schöpfung des Quells führen können. Ich hatte besagte Symptome gerne gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meine Befehle zur Verabreichung von Gegengift rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass die ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für meinen unaufhörlichen Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich ständig darum, mich auf dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Oder Guran. Immer so ein dummer Name hier, die Typen. Guran, Hugis, Spandurazzo. Welch eine Macht! Hallo, Spinne! Wir müssen euch zu Professor Hughes bringen. Danke. Weiß los, ich. Los! Ich wollte eigentlich springen, aber das geht nicht. Aber ich kann nicht so hüpfen, das geht nicht, oder was? Was ist denn das denn? Ja, ob das hier mal sicher ist, Alter. Na klar müssen wir jetzt durch die dunkle Höhle und jetzt kommen die Spinnen. Heilig. Was sonst nichts zu tun. Lustig. Hallo!
abgetragene Hand. Erhalten Stab. Jetzt können wir eigentlich auf Magier machen, oder was? Feuerschaden. Hm. Okay. Wir machen jetzt mal einen Stab. Mal gucken. Eine Rüstung, habe ich gesehen. Der Tunnel ist vollständig bedeckt. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hindurchbrennen. Nicht noch mehr Spinnen. Verbrennt sie, los, verbrennt sie! Wie immun. Das ist ja kalt. Was geht damit auf? Oh geil, alte Schuhe, Schädelknochen, alles mit. Anna. Also man kann hier, man ist hier keine Rasse, das ist keine Klasse. Man kann sich die Klasse hier selber bauen. Das finde ich schon mal cool, dass sie das damals schon so geil gemacht haben, ehrlich zu sein. Hallo Spinnen! Es ist ganz schön schwierig zu Eugis zu kommen, Alter. Der ist bestimmt schon tot, der Typ. Ich hab's leider nicht mehr so im Kopf, das Spiel. Ich habe das irgendwann mal angefangen. Bin auch aus dieser Höhle raus und dann habe ich, glaube ich, aufgehört. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Beeilung, verschwindet von hier! Ich habe es für Konsole gespielt, ich weiß es ja. Guten Tag, meine Herren. Genau das versuche ich rauszufinden. Er ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollt ihr besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell! Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Jus schafft. Wir können die Tuata hier aufhalten. Das heißt 5%. Brauchen mehr Hilfe. Das heißt, dass... Ich kann nichts mehr für euch tun, außer hier zu bleiben und die Tuata aufzuhalten. Aber immerhin ist das hier ja die Rüstkammer. Durchsucht die Truhen. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Mit ein wenig Glück sehen wir uns dann draußen. Okay. Wir sehen uns draußen, falls es das Schicksal so will. Falls. Ah, eine Plattenrüstung. Nichts schützt einen besser als mehrere Schichten undurchdringliches Metall. Ein Klassiker. Was haben wir hier? Lederrüstungen sind zwar dünn, dafür seid ihr in ihnen aber auch schnell genug, um einem Gegner an die Kehle gehen zu können. Okay, was haben wir hier? Einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Deshalb wird sie von Magiern bevorzugt. Dann lässt man immer die Goldmünzen und das Mana. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich mache. Ob ich als Krieger losrenne? Ich will schon mal separat gucken. Ob ich jetzt als Krieger losrenne oder als Magier? Das ist jetzt die Frage. Auf was habe ich Bock persönlich? Das ist ja das Schwierige jetzt. Ich habe eigentlich Bock, mit Schwert und Schild zu kämpfen. Irgendwie. Aber ich habe auch Bock, mit dem Stab zu kämpfen. Weil im Endeffekt Rüstungen, wir haben ja eigentlich alles. Wir können das ja immer wieder... Pass auf, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz auf Magie. Jo, Badelatschen, Alter. Übelst gut. Was sagen wir, nehmen einfach alles mit.
Kaufen können wir es immer noch. Ich hoffe, wir können es verkaufen. Okay, dann mache ich mal im Inventar mal die Waffe. Mache ich den... Kann ich gar nicht. Nein, ich kann zwei Eisen durchnehmen. Nee, das wäre auch zu einfach gewesen. Okay, wir machen auf jeden Fall... Die Sekundärwaffe wird auf jeden Fall erstmal der bleiben. Wir können ja umschalten. Eigentlich möchte ich gerne Eismagie vollführen. Okay, wir haben jetzt alles doppelt. Das ist aber nicht so schlimm. Niedrige Knochenschädel haben wir alles. Spinnennemo. Gut, ja, würde ich sagen, gucken wir hinten nochmal. Dann gehen wir mal als Magier. Hätte ich Bock drauf. Ich will meinen Stab ausrüsten. So. Hallo, guten Tag. Ich bin hier. Mein Stab brennt. Laboratorium. Ich schwöre, jetzt kommt ein Video, aber nö. Habt es geschafft. Und seht euch nur an. Trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Tuatha. Eure Rückkehr von den Toten. Bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Formoros Jus. Und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck. Dem Seelenquell. Dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Ja, was geht hier vor sich? Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuatha sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Okay. Wir sind in den Feilenlanden, meilenweit vom Krieg entfernt. Ich dachte, hier wären wir vor ihm sicher. Aber wie es scheint, haben einige der Tuatha dennoch den Weg hierher gefunden. Okay. Selbstverständlich habt ihr das. Aber bitte, wir müssen uns beeilen. Ich bin Formoros Jus, Schola des innersten Zirkels der Kunst der Belebung. Wir stehen hier über meinem Lebenswerk, dem Seelenquell. Aber es gibt so vieles, was ich über euch erfahren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein wenig durcheinander seid. Ein Nebeneffekt des Prismeer vielleicht? Die Form des Beckens? Nein? Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Ja, komm, gut, dann sehr gut. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ja, ihr habt recht, ich habe meine Aufzeichnungen. Aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Es ist einfach so, dass ihr... Wartet, wo wollt ihr denn hin? Faszinierend. Einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr, Professor Hughes, Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen! Sie sind doch ein... Ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell. Folgt dem Weg bis ins Dorf Borhardt. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben.
Ja, kleiner Gnom, Alter. Du hast echt drauf, Alter. Rennt da mitten durch lang. Sprinten kann ich mit Steuerung. Ja. Witzig, wir hauen ja eigentlich ab, aber warum kommen denn die Gegner da auch noch? Na los, du Monstrum, reiß diesen Turm in Stücke! Einfach rein. Also. Der erste Endboss. Würde ich sagen. So, die Lebensanzeige ist übrigens hinter mir versteckt, falls man die sieht. Ich muss gleich mal gucken, dass ich das ein bisschen verziehen kann. Sieg noch einmal treffen. Ja, was ist denn los? Achso, drücken. Oh, das weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall funktioniert. Ja, cool. Ach, die Karte ist übrigens auch ganz verborgen. Huch. Das sehe ich jetzt erst. Okay, wir müssen das mal kurz... Wir müssen das mal kurz ändern. Das kann ich so nicht lassen. Das tut mir leid. Machen wir das hier hin? Oder setzen wir das hier hin? Ich würde sagen, wir setzen das... Wir machen mich hier hin. So. So, mal gucken, was er bei sich hat. Oh, Ring U60. Schutzscherbe. Was immer das kann. Du hast eine Scherbe erhalten. Scherben werden beim Gemmenschleifen verwendet, um mächtige Gemmen herzustellen. Aha. Gut, dass ich WoW gespielt habe und weiß, was Gems sind. Ja, cool. Der hat mir jetzt gefallen, der Endboss. Also. Oder der Boss. So, der Dunkelhafen, der Rückzugsort des Toten Kell an der Küste, war ursprünglich eine Schiffswerft der Dvegar, in der viele der besten Schiffe der Welt hergestellt wurden. Ja! So, das ist jetzt kaputt. Also, ich habe dieses Spiel gespielt und war 2012 begeistert von dann dieser Atmosphäre in dem Spiel. Da ist einer tot. Kuchenaufstieg! Drücke Escape.
Stufenaufstieg. Oh, cool. Novize, Adept, Meister. Mhm. Wir können jetzt auf jeden Fall hier einfach mal was skillen. Sinnesschärfe haben wir, Handeln haben wir auch. Hm. Überzeugen, würde ich sagen. Bestechungsgelder für wir machen das. Und was haben wir hier? Oh, Macht, Zauberkraft. Okay. Und Raffinesse. Okay, was können wir denn hier machen? Wollen wir mal zaubern. Arkane Bewaffnung. Waffenangriff. Schalte aufgeladene Spezialisten für Stab und dann Charakter. Reaktion des Zepters. Okay, was haben wir hier? Passiv, Zeptermeister. Nach langen Stunden des Lernens und Üben bist du nun in der Lage, Zepter mit enormer Effizienz zu führen. Plus Körperschaden, 5 Schaden plus... Okay, wir haben 3 Punkte. Passiv. Du hast gelernt, unglaubliche Mengen von Energie durch deinen Stab zu kanalisieren. Der durch ihn verursachten Schaden wird dadurch beträchtlich erhöht. Mhm. Okay. Und hier? Aktiv ist das. Setze einen Ausbruch elektrischer Energie frei, die Blitz- und Schockschaden verursachen. Auf höheren Stufen können Gegner betäubt werden. Mhm. 20 Mana kosten. Okay. Was haben wir hier noch bei Macht? Das ist jetzt quasi brutale Bewaffnung. Okay. Das wäre jetzt Schwert. Und das wäre jetzt wahrscheinlich Morcheln, ne? Schalte aufgeladene Spezialisierung für Dolch und ja. Dank deiner tödlichen Gewandtheit kannst du bei Angriffen aus der Verstohlenheit heraus gewaltigen Schaden verursachen. Schalte neue Schleichangriffe. Ach nee, komm her, ich mach Zauberkraft. Ich hab Bock auf Zauberei. So, wir haben aber nur 3 Punkte. Das heißt, ich möchte erstmal. Das macht mehr Schaden. Das macht mehr Schaden und diese Passive nehmen wir auch. So. Quests geht's jetzt weiter. Nebenquest haben wir gerade keine, oder? Nein. Outquest haben wir eine. Das ist ins Licht. Okay. Inventar, Accessoires. Den Ring werden wir natürlich auch anlegen. Ein einfacher Kupferband mit Magie-Ring. Plus 5 Leben. Sehr schön. Konsumgüter haben wir auch wieder was gekriegt. Einfacher Giftschutz. Gegenstandsrat. Hier hin. Und Gembeutel. Das haben wir. Sehr schön. 55 Leben. Kataklysiert Gott. Genug. Mitaro sei Dank, noch ein Überlebender. Gibt es weitere? Da war das Schicksal wohl gnädig. Sorry. Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Ja. Das hier sollte ein schöner, abgelegener Hain sein. War wohl nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ja, wir ziehen bald los. Oh, hier sind Pfeile. Einige Reagenzien sind schwierig zu ernten als andere. Investiere Punkte in Talenten, Alchemie und Reagenzien. Okay. Das war jetzt eine Reagenz. Ich habe gleich gesehen, was wir jetzt aufgenommen haben. Oh, sorry, da habe ich mir gerade übelst verschluckt. An meiner Spucke. Was kann ich? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir mehr Wachen brauchen. Ach, du hast ich überlebt. Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Hatten Sie wirklich einen Troll? Ja, Sir. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiterverfolgt. Viel Glück da draußen. Danke, Chef. Oh, guck mal, ein Hirsch. Der pulsierende Kreis auf dieser Umgebungskarte zeigt dir dein Questziel. Folge ihm, um deine aktuelle Mission zu gelangen. Das ist mir klar. Mal gucken. Ups. Ich schwöre, das war schon so.
Keine Regenzien gefunden. Schwarzer Goldschorn.